Eigentlich könnte alles so schön sein. Der neue Bundestag gewählt. Doch dieses Mal stimmt etwas nicht im Parlament. Ein mögliches Missverhältnis, das vielleicht sogar die Grundfeste der Demokratie erschüttert. Die Union, klarer Wahlgewinner, käme gemeinsam mit der SPD auf 80%. Für die Opposition aus Grüne und Linke bliebe da nicht mehr viel Platz. Alle wollen erstmal abwarten, ob die Große Koalition gebildet wird. Aber wenn, müssen wir was machen. Sonst hätten wir eine, wenn Sie so wollen, entmachtete Opposition. Und das geht auf gar keinen Fall. Schon bei der ersten Sitzung lassen Union und SPD die Muskeln spielen. Bisher galt, jede Fraktion stellt einen Vizepräsidenten. Doch das reicht Union und SPD auf einmal nicht mehr. Sie wollen mehr Posten als die Opposition. Die Kritik der Grünen wird von der SPD kurzerhand abgebügelt. Wir haben ja beide wirklich nicht gut abgeschnitten bei dieser Bundestagswahl. Aber 25,7% sind immer noch erkennbar mehr als 8,4%. Das muss ich den Grünen schon mal sagen. Also Ungleiches gleich zu behandeln, ist kein Minderheitenschutz. Für Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen, ist dieses Verhalten ein deutlicher Vorgeschmack auf das, was da noch kommen könnte. Das sieht nach Postengeschache aus. Das sieht danach aus, ob sich die beiden Großen ganz schnell auf solche Dinge einigen können. Und ich finde das sehr problematisch, weil man kann nicht erklären, wofür die benötigt werden. Die Rechte der Opposition sind im Grundgesetz geregelt. Doch viele Rechte könnte die mögliche Opposition nicht wahrnehmen. Sie wäre mit 20% zu klein und damit weitgehend machtlos. Gegen die Großen könnte sie weder einen Untersuchungsausschuss noch eine Sondersitzung beantragen. Ihre schärfsten Waffen, um die Arbeit der Regierungskoalition zu kontrollieren. Die Opposition im Bundestag ist ein wichtiger Bestandteil unserer Demokratie. Und damit sind bestimmte Rechte verbunden. Und wenn die jetzt ausgeschlossen sind, weil wir zu wenig Abgeordnete sind, muss man sich eine Lösung überlegen. Jede Regierung brauche einen Gegenspieler. Das war die Idee der Väter und Mütter des Grundgesetzes. Eine starke Opposition, die die Regierung überwachen und kontrollieren kann, damit die Demokratie im Gleichgewicht bleibt. Es ist in der Tat so, dass man daraus schließen kann, dass einer Opposition Wirkungsmöglichkeiten gegeben werden sollen. Deswegen gibt es die Minderheitenrechte. Das gibt es auch nicht in jedem Staat. Also das Untersuchungsausschussrecht ist nicht überall ein Minderheitenrecht. Das ist aber eine der großen Errungenschaften, die wir schon hatten in der Weimarer Republik und jetzt in der Bonner und dann Berliner Republik eben auch. Doch vor allem in der Union möchte man das Grundgesetz nicht einfach ändern. Die 25%-Hürde für die Minderheitenrechte, die hätte schließlich einen guten Grund. Wir müssen uns disziplinieren, auch theoretisch uns vorzustellen, in diesem Parlament sitzen Linke und möglicherweise auch rechte Extremisten, die nichts Gutes mit der Demokratie und dem Parlamentarismus im Schilde führen, sondern die es darauf anlegen, den Parlamentarismus, die Demokratie zu zerstören und die deswegen alles ausnutzen, um ein Parlament etwa lahmzulegen, es arbeitsunfähig zu machen. Und wenn wir nicht gewisse Hürden haben, dann gelingt das natürlich auch einer kleinen Gruppe im Zweifel sehr einfach. Diese Gefahr sieht auch der Bundestagspräsident und präsentiert eine andere Lösung. Die Änderung der Geschäftsordnung. Dort könne man der kleinen Opposition ein Recht auf einen Untersuchungsausschuss oder auf eine Sondersitzung einräumen. Das Grundgesetz müsse man dazu nicht ändern. Das Wahlergebnis ist so, wie es ist. Und deswegen muss man bei aller Sympathie, die ich ausdrücklich nicht nur habe, sondern bei jeder Gelegenheit artikuliere, irgendwo auch diese Einordnung vornehmen, dass ein Parlament sich nun einmal so zusammensetzt, wie die Wähler entschieden haben und nicht wie demokratietheoretisch optimale Strukturen aussehen könnten. Die mögliche kleine Opposition will das nicht hinnehmen, denn so wäre sie abhängig vom Willen der Großen. Es kann auch nicht nach dem Motto gehen, wir schauen mal, was wir für euch tun können, sondern da geht es um Rechte, die auch einklagbar sein müssen, und zwar nicht bei der Koalition, sondern beim Gericht. Erste Sitzung und der Streit ist schon entbrannt. Und dieses Mal geht es nicht um parteipolitische Scharmützel, es geht um ein Kernelement der parlamentarischen Demokratie.